Die Stimmung ist angespannt und England ist elektrisiert, weil es tatsächlich ja ein Spiel ist, das über die Meisterschaft wahrscheinlich entscheiden wird. Es sind danach noch 7 Spiele für jede Mannschaft zu bestreiten. Manchester City liegt ein Punkt vor Liverpool. Und es ist eigentlich, hier ist die Stimmung klar, wer dieses Spiel gewinnt, wird auch Meister. Manchester City natürlich mit der etwas besseren Ausgangslage, was die Tabelle angeht. Manchester City ist Tabellenführer, aber Manchester City hat eben auch mehr zu verlieren. Es sah zum Jahreswechsel schon so aus, als wäre die Meisterschaft entschieden. Da hatte Manchester City zwischenzeitlich 14 Punkte Vorsprung. Und dieser Vorsprung ist dann immer weiter geschmolzen, weil City selbst Punkte abgegeben hat, aber einfach Liverpool auch in einer wahnsinnig guten Form ist. Liverpool hat 10 Spiele in der Premier League nacheinander gewonnen. Hat also das Momentum sozusagen auf seiner Seite. Und gerade bei Liverpool ist natürlich der Optimismus ziemlich groß, dass man jetzt eben auch diesen entscheidenden Schritt gehen kann und dieses Spitzenspiel gewinnt und dann möglicherweise bis zur Meisterschaft durchzieht. Es ist interessant, weil Guardiola und Klopp natürlich die großen Konkurrenten sind, die den englischen Fußball geprägt haben in den letzten, ich würde mal sagen, 4 Jahren. Also die Trainer, die mit ihren Mannschaften tatsächlich immer oben standen, den Titel untereinander ausgemacht haben. Und es ist ganz interessant, dass dafür, dass diese Rivalität sportlich so groß ist, das Verhältnis der beiden auf persönlicher Ebene sehr, sehr gut ist. Also es wird auch vor diesem Spiel jetzt wieder, werden sich die Komplimente hin und her geworfen. Klopp hat gerade nochmal gesagt, dass Guardiola für ihn der beste Trainer der Welt ist. Guardiola hat nochmal gesagt, dass Klopps Liverpool der stärkste Gegner ist, den man jemals hatte. Und das sind nicht unbedingt Psychospielchen, das ist, glaube ich, schon ernst gemeint. Also man spürt die enorme Wertschätzung zwischen diesen beiden Trainern, die ja nicht erst in England gegeneinander spielen, sondern ja auch schon in der Bundesliga mit Bayern und Dortmund Konkurrenten waren. Aber in England hat es natürlich sich nochmal verschärft, weil einfach die Qualität der Mannschaften, die diese beiden Trainer zur Verfügung haben, natürlich nochmal größer ist. Aber die Wertschätzung zwischen diesen beiden Trainern ist enorm. Das unterscheidet sie so ein bisschen von ehemaligen Rivalitäten, wenn man sich erinnert an Alex Ferguson und Arsene Wenger damals mit Manchester United und Arsenal, die sich ja wirklich in herzlicher Abneigung verbunden waren, wie man sagen muss. Im Vergleich dazu ist Klopp und Guardiola so ein bisschen Kaffeekränzchen, was die Stimmung angeht. Was natürlich so aus Sicht der englischen Presse jetzt auch nicht immer ein Vorteil ist, weil die englische Presse ja bekanntlich besonders gern diese Rivalitäten ausschlachtet, wenn da eben auch ein bisschen gestichelt wird. Das ist bei Guardiola und Klopp eben nicht der Fall. Aber was diese beiden Trainer hier geleistet haben in den letzten, wie gesagt, rund 4 Jahren, ist schon wirklich aller Ehren wert. Und es ist auch hier allgemein anerkannt, dass Klopp und Guardiola wirklich die besten Trainer sind, die es im Moment im Weltfußball wahrscheinlich gibt.